In dem heutigen Video stelle ich euch Teil 2 der Krypto-Projekte von Crypto Heroes Einkaufsliste vor, welches ich persönlich auch als ein gutes Investment sehe. Das Ganze ist natürlich keine Anlagenberatung, sondern meine persönliche Meinung. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst einfach ein Like und ein Abo da. Das wäre für euch ein kleiner Aufwand, doch für mich eine große Motivation. Doch bevor wir dieses Video starten, gebe ich euch einen positiven Mindset. Und zwar mit dem Thema an sich selbst glauben. Freunde, ihr wisst nicht, wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben. Der Glaube an sich selbst können durch zwei Faktoren gestört werden. Das wären zum einen die äußerlichen Faktoren, die durch andere Menschen entstehen, und dem innerlichen, der durch den Zweifel an sich selbst und seinem Können kommen. Meist hängen nämlich diese zwei Faktoren zusammen. Durch andere Menschen lassen wir uns nämlich beeinflussen. Wenn sie meinen, wir können dies nicht schaffen oder das nicht erreichen, dann hat das zur Folge, dass wir innerlich einen Zweifel an uns entwickeln. Und diese Zweifel sorgen dann dafür, dass wir uns nicht so entfalten können, nicht zu der Person werden können, die wir eigentlich im Inneren sind, nämlich erfolgreich. Wenn ihr ein erfolgreiches Leben wollt, dann müsst ihr eure Umgebung gut aussuchen. Leute um sich herum haben, die einem unterstützen und nicht zum Zweifeln bringen. Zudem müsst ihr an eurem Selbstbewusstsein arbeiten. Ihr selbst wisst nämlich, wie wertvoll ihr seid. Lasst euch von niemandem irgendwas einreden. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt, weil jedes Leben von euch einzigartig ist. Doch fangen wir mit dem ersten Projekt an. Gala Games ist nicht nur eine Spieleplattform, sondern sie haben auch ihre Blockchain-basierte Musik, Film und ihren eigenen Metaverse. Zudem hat dieses Projekt ein sehr starkes Team, welches auch Mitentwickler für Farmville war. Mit dem Gala-Token kann man Gegenstände, Ausrüstung oder NFTs in-game kaufen. Diese gehören dann am Ende auch einem wirklich. Gala Games hat meiner Meinung nach eine sehr starke Zukunft, zudem könnten sehr hohe Preise bei Gala entstehen. Das zweite Krypto-Projekt aus der Liste, und zwar WeChain. WeChain ist eine Blockchain-betriebene Lieferkettenplattform. Das Projekt wurde 2016 gelauncht und zielt daraufhin ab, mithilfe von verteilter Führung und der IoT-Technologie ein Ökosystem zu erschaffen, das einige der Hauptprobleme der Lieferkettenmanagement löst. Der WET-Token wird im Ökosystem als Zahlungsmittel verwendet. Zudem hat WeChain auch sehr große Partner und arbeitet eng mit China zusammen. Meiner Meinung nach wird WeChain einen Großteil der Lieferkettenmanagement übernehmen. Das wird natürlich auch zur Folge haben, dass der WET-Token extrem steigen kann. Das dritte Projekt aus der Liste ist Casper. Casper ist eine Layer 1 Blockchain, auf dem Projekte entwickelt werden können. Caspers Token wird im Netzwerk verwendet. Zudem ist dieses Projekt wie Ethereum aufgebaut, aber viel energieeffizienter. Das Casper-Netzwerk wurde entwickelt, um die Einführung der Blockchain-Technologie für Unternehmen und Entwickler zu beschleunigen. Meiner Meinung nach hat Casper eine sehr gute Zukunft und einen extremen Anstiegspotenzial. Kommen wir jetzt zum vierten Projekt, und zwar Silica. Silica wurde 2017 gegründet, um das Skalierbarkeitsproblem zu lösen. Und um das Problem von Skalierbarkeit zu lösen, verwendet das Projekt die Sharding-Technologie, welches 1000-mal schneller als das Ethereum-Netzwerk ist. Silica-Token können als Wertaufbewahrungsmittel oder Tauschmittel verwendet werden. Bei großer Anwendung könnte der Preis extrem steigen. Das fünfte Projekt aus der Liste, was meiner Meinung nach eine große Zukunft hat, ist NEAR Protocol. NEAR Protocol kam das erste Mal 2020 auf den Markt und ist eine Layer 1 Blockchain. Das Projekt hat ein sehr starkes Team, welches auch Erfahrung in der Wall Street hat. NEAR verwendet ihre eigene Nightshare Technologie, um mehr Transaktionsdurchsatz zu ermöglichen. Nightshare ist eine andere Variante von Sharding, welches dafür sorgt, dass man bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde durchführen kann. Zudem bauen auf diesem Projekt sehr viele D-Apps auf und ist sehr entwicklerfreundlich. Der NEAR-Token wird unter anderem im Netzwerk als Transaktionsmittel verwendet. Meiner Meinung nach hat NEAR eine sehr gute Zukunft und auch ein sehr hohes Anstiegspotenzial. Das waren jetzt 5 Projekte aus Crypto Heroes Einkaufsliste. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Abo nicht vergessen, und damit sage ich bis zum nächsten Mal, Crypto Alphabet.